Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ein spätes und herzliches Willkommen bei Hart aber fair. Vielen Dank. Wenn ein 49 Jahre alter, gesunder, sportlicher Mann sagt, abends fahre ich nicht mehr mit der S-Bahn, das ist mir zu gefährlich. Was ist der Mann dann? Feige? Nein, er ist Jugendrichter und er bekommt einfach zu viel mit. Nach den Vorfällen der letzten Monate, da war es ja nur so ein allgemeiner Eindruck. Aber heute bestätigte die Innenministerkonferenz auf unsere Anfrage hin, wenn junge Täter zuschlagen, dann immer brutaler. Und andere Experten fügen hinzu, auch immer wahlloser. Opfer wird, wer zufällig vorbeikommt. So wie hier in der Berliner U-Bahn, die Bilder, die schockten ein ganzes Land. Unfassbar, was aus Tätern und Opfern wurde, dazu gleich mehr. Unser Thema heute, Hals, Maul, du Opfer, wer stoppt die jungen und gnadenlosen Gewalttäter? In vielen Fällen bleiben die Opfer ja hilflos zurück und nicht selten auch vor Gericht. Übt die Justiz zu viel Nachsicht mit den Tätern? Muss schneller ins Gefängnis, wer so brutal zuschlägt? Und was mache ich eigentlich, wenn ich Zeuge oder Opfer einer Attacke werde? Hart aber fair, heute mit diesen Gästen. Heinz Hönig. Der Schauspieler kümmert sich um Kinder, die Opfer von Gewalt wurden und fordert mehr Zivilcourage. Ich gehe immer dazwischen, wenn jemand angegriffen wird und hole mir zur Not eine blutige Nase. Menschen, die einfach weggucken, sind für mich Mittäter. Salome Saremi Strogusch. Ihr Bruder wurde totgeprügelt, weil er einen Streit schlichten wollte. Nach einem Jahr Prozessdauer steht für sie fest, wir brauchen deutlich schnellere Strafen. Denn sonst empfinden Opfer die schleppende Aufklärung der Tat wie einen erneuten Fußtritt. Thomas Sonnenburg. Der Sozialpädagoge arbeitet seit 15 Jahren als Streetworker und weiß, unsere Gesetze reichen aus, doch wir setzen sie falsch um. Wegsperren allein hilft nicht. Wir müssen jugendlichen Gewalttätern auch eine Perspektive geben, strafen und erziehen. Andreas Müller. Der Jugendrichter fordert einen Warnschussarrest und erklärt, selbst wenn er nur wenige Täter vom nächsten Angriff abhält, ist das immer noch besser als gar nichts. Denn während die Opfer teils für Wochen im Krankenhaus liegen, kann ein bisschen Arrest als Erziehungsmittel nun wirklich nicht schaden. Dieter Wiefelspütz. Der SPD-Innenexperte und Richter AD stellt klar, der Warnschussarrest ist kein Allheilmittel. Die Tat muss ohne jeden Zweifel gesühnt werden. Doch wir dürfen junge Täter nicht völlig zerstören. Denn damit wäre der Gesellschaft noch weniger geholfen. Roland Weber. Der Rechtsanwalt vertritt in erster Linie die Opfer von Gewaltdelikten und stellt fest, obwohl Opfer meist lebenslang gezeichnet sind, gesteht man jungen Straftätern in Deutschland immer noch zu viele Extras zu. Für mich gilt, erst das Opfer, dann der Täter. Herr Hönig, als Jugendlicher, so hört man, haben Sie sich auch schon mal im Harz geprügelt damals. Da waren Sie kein Kind von Traurigkeit, aber es galt das Gesetz, wer am Boden liegt, dann hört man auf. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das heute offenbar so oft nicht mehr gilt? Warum einfach, wie wir am Anfang gesehen haben, ohne Gnade zugetreten wird? Eine Erklärung, also aus meiner Sicht, damals, wenn ich mal so anfangen darf, da war, wenn einer am Boden lag, dann hat der andere gewonnen gehabt. Und dann war der Krieg sozusagen zu Ende. Danach wurde sich versöhnt oder halt auch nicht. Oder man hat die Territorien abgesteckt. Und das war eine klare Sache. Ich weiß auch manchmal nicht, wie, aber ich kann mir nur denken, wenn heute, und ich habe gerade das Bild im Kopf in der U-Bahn, wenn man da als Jugendlicher drauf drischt und immer noch weiter hämmert mit den Schuhen auf diesen anderen Jungen, den man ja gar nicht kennt. Ich denke mir, dass es in dem Moment auf alle Fälle ein Symptom ist dafür, dass ich bin auf alle Fälle wichtig, ich bin stärker und ich gewinne auch. Weil ich gewinne und ich gewinnen muss, muss ich jetzt noch mal zutreten. Nicht? Damit das Opfer ganz klar ist.
In dem Moment, glaube ich, das geht in Sekundenschnelle so, also so schnell bei einem Menschen, dass er, glaube ich, nach dem dritten Schlag, kann ich mir denken, oder Tritt gar nicht mehr weiß, was er da macht. Und ja, jetzt heißt es wieder zur Besinnung. Wann kommt dieser Mensch wieder zur Besinnung? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Und vielleicht haben Sie ja eben auch mit dem Satz, er kannte ihn gar nicht oder man kennt sich gar nicht, eine Erklärung mitgeliefert. Herr Müller, Sie sind Jugendrichter hier in Berlin. Dass diese Wahllosigkeit, man muss gar keinen Händel mehr gehabt haben, sondern man haut nur drauf. Ist das auch etwas, was eine Hemmschwelle sinkt? Weil jemand, den ich nicht kenne, da geht es mir leichter von der Hand? Also ich bin nicht Jugendrichter in Berlin, sondern bei Bernau bei Berlin. Behandle aber genauso S-Bahn-Übergriffe wie die Berliner Kollegen. Es ist so, dass wir zunächst einmal ja immer schon Gewalt hatten. Es ist nicht absolut Neues. Wir haben bereits vor 15 Jahren Gewalttaten gehabt, wo ich auch mit dem Kopf geschüttelt. Meine persönliche Wahrnehmung im Gerichtssaal ist eben die, dass die Gewalt teilweise härter geworden ist. Und man stellt sich einfach die Frage, warum ist das? Warum schlagen junge Menschen, so wie wir es gesehen haben, immer weiter? Da gibt es natürlich tausende von Gründen, die dafür eine Rolle spielen können. Einmal, dass eine Gewalt in der Gesellschaft eben mittlerweile auch so ein bisschen wieder an der Tagesordnung ist. Meine Generation ist aufgewachsen mit Love and Peace, Petting statt Pershing. Diese Gewalt, diese Generation ist teilweise aufgewachsen mit Liedern, die aufrufen, hau ihm in die Fresse, hau ihm in die Fresse. Dann kommt natürlich hinzu, dass viele junge Leute mit Mischkonsum unterwegs sind, als da wären Alkohol, Amphetamine, aufputschende Mittel und so haben sie sich selber nicht mehr im Griff. Schließlich muss man berücksichtigen, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft auch selber kaum Macht haben, Verlierer sind. Und dann eben durch so eine Gewalt, ja, das ist jetzt nicht der typische Fall, durch so eine Gewalt endlich auch mal Macht ausüben können. Ich habe Sie ganz am Anfang erwähnt, und da waren Sie auch kurz zu sehen, als der Jugendrichter, der nachts nicht mehr mit der S-Bahn fährt. Warum nicht? Aus Angst heraus, aus einem Gefühl heraus oder aus Vernunft heraus, weil Sie wirklich so viel wissen? Vielleicht, weil ich so viel wisse. Es ist so, wenn man tagtäglich, ich bin seit 16 Jahren Jugendrichter, ich habe so und so viele Fälle mitbekommen, so und so viele Nasenbeinbrüche, so und so viele Leute, die dazwischen gegangen sind, die, weil sie dazwischen gegangen sind, dann im Krankenhaus gelandet sind. Ich rieche auf 100 Metern, ob junge Leute möglicherweise gewaltbereit sind. Wenn ich jetzt tagsüber schon den ganzen Tag mit Jugendlichen zu tun habe, will ich natürlich abends um 11 und insbesondere dann auch Richter trinken mal ein Bier, wenn sie leicht betrunken sind oder sonst was, nicht mehr mit der S-Bahn durchzugehen. Um da letztlich nicht reinzuraten, weil ich weiß, im Zweifel würde ich da reingehen. Genauso wie Heinz Hönig das vorher gesagt hat, auch ich würde da reingehen, aber ich möchte es mir nicht unbedingt antun. Wenn man Sie so sieht, Sie sind sportlich, aber dann kann sich das Heinz Hönig eher leisten vielleicht als Sie. Ist das eine Frage? Ich würde ja nicht direkt reingehen. Ich bin auch schon mal reingegangen, tagsüber auch schon. Ich würde natürlich genau schauen, wie mache ich's? Wie gehe ich da rein? Ich würde sicherlich nicht, gucken Sie mich an, gucken Sie Heinz Hönig an. Also ich hätte keine Chance. Das können Sie sagen, 3 Schläge und der Junge liegt am Boden. Weil ich würde gucken, wie kriege ich Solidarität mit den Leuten, die um mir stehen. Also im Beispielsfall, nachmittags werden 2 14-, 15-Jährige von der Jugendgruppe verfolgt. Ich sehe, dass da ist Gefahr drin und neben mir stehen 4 dicke Bauarbeiter. Etwa gleiche Statur, ja, wie Sie. Ja, und dann frage ich einfach nur laut. Können Sie damit leben, dick? Nein, ich habe das Wort nicht so gesagt. Dicker Bauarbeiter, haben nein, Sie gesagt. Nein, habe ich so nichts nicht gesagt. Gegen nichts gegen Bauarbeiter. Nein, jedenfalls frage ich den einfach, will jemand, dass die kleinen Jungs hier verprügelt werden? Ja. Also alleine wäre ich da nicht hingegangen. Man muss Solidarität suchen de facto. Und das ist der Grund. Angst im klassischen Sinne habe ich nicht. Im Übrigen habe ich ein Handy dabei. Anrufen, Frau Saremi-Strogusch, Ihr Bruder ist gestorben, weil er sich eingemischt hat. Er wollte einen Streit in einer Diskothek schlichten. In dem Fall, den wir am Anfang gezeigt haben, hier in der Berliner U-Bahn, da hat ein Einziger geholfen. Viele haben weggeguckt und haben auch hinterher gesagt, ich habe an meine eigene Gesundheit gedacht. Was sagen Sie, nachdem Ihr Bruder gestorben ist? Welches Verhalten ist klüger? Klüger. Ich glaube, mein Bruder würde es sich nicht verzeihen, wenn er jetzt noch am Leben wäre und er wüsste, andere hätten
viele Schmerzen gehabt und hätten vielleicht auch den Tod gefunden. Also er hat etwas getan, was für ihn selbstverständlich ist. Nur wäre es schöner gewesen, wenn noch viel mehr Menschen so denken würden oder ja, wie mein Bruder gedacht hat, auch sich einzusetzen für Menschen in Not. Das ist ja das Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Es schauen einfach zu wenig Leute hin. Und mein Bruder hat geholfen und schade, dass es nicht noch mehr Leute gegeben hat, die ihm hätten helfen können. Und das ist einfach einfach eigentlich und auch unser Ziel. Was da genau passiert ist und wie das weitergegangen ist in Ihrem Leben, was Sie aus dieser schrecklichen Erfahrung gemacht haben, darüber werden wir gleich noch sprechen. Herr Sonnenburg, Sie arbeiten als Streetworker mit Jugendlichen, die eher mal zu Gewalt neigen, als das auch früher der Fall war. Wenn Sie mit den Jungs sprechen, wenn solche Sachen eskaliert sind, empfinden die im Nachhinein so etwas wie Mitleid, wie Scham? Oder können die mittlerweile ausblenden, dass das kein Punching-Ball war, sondern ein menschlicher Kopf? Das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, weil es gibt natürlich solche und solche. Ne? Also es gibt solche, die sind so die immer wieder zuschlagen und nie etwas lernen und sich dabei auch sehr stark fühlen, sehr mächtig. Es geht ja da um Macht. Die habe ich auch, die kenne ich. Und es ist auch sehr schwer, mit denen zu arbeiten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele junge Menschen, die eine solche Tat begangen haben und dann im Nachhinein also manchmal gar nicht wissen, warum sie es getan haben und auch sehr, sehr bereuen. Und dazwischen liegt eine breite Spanne und für mich war es immer so, dass egal, wer da vor mir saß, also der Täter ist in allererster Linie natürlich ein Mensch. Und so habe ich ihn behandelt und so habe ich ihn gesehen und habe auch so immer mit ihm gearbeitet. Also diesen Respekt, den er selber dem Opfer nicht gegenübergebracht hat, das habe ich ihm immer gegeben. Und das ist das, was ich sozusagen als einzige Möglichkeit gesehen habe, mit diesem jungen Menschen dann auch auf eine neue Bahn zu kommen. Und bei dem einen dauert es länger und bei dem anderen geht das kürzer. Und irgendwann, denke ich, kommt man da auch ans Ziel. Und die Frage ist nur, wann und mit welchen Möglichkeiten man diesen jungen Menschen begegnet. Ne? Und wird die Lage tatsächlich gefährlicher? Ist das nur ein subjektives Empfinden oder geben es die Statistiken tatsächlich her? Herr Wiefelsbüt, Sie gucken auch mal auf beide, auf Täter und Opfer. Wenn Sie in den Nachrichten hören, wieder ein U-Bahn-Zwischenfall, wieder sinnlose Gewalt, da wurde auf Köpfe eingetreten, sagen Sie dann so als Rechtspolitiker, ach, jetzt geht die Diskussion wieder los nach härteren Strafen, das kennen wir alle schon, dann legen wir halt nochmal die Platte auf? Also das ist ja immer dann auch eine sehr emotionale Debatte. Wenn man solche Videobilder sieht, wie sie auch hier heute Abend gezeigt worden sind, dann ist es, glaube ich, auch sehr menschlich nachvollziehbar, dass solche Diskussionen stattfinden. Aber ich will freimütig sagen, ich erwarte jedenfalls von den Leuten, die sich dann an der Diskussion beteiligen, die auch den Überblick haben, die auch die